So, wäre es denn fairer zu sagen, wir machen eine Impfpflicht einfach, weil wir wissen, dass es richtig ist und dass es die Menschheit erlöst und dass es wirklich eine andere Situation in dieses Land bringt? Also damit einen anderen Status an. Ich bin da, kann sein, dass alle das schon wissen irgendwie. Ich habe es bis heute nicht genau verstanden. Warum ist das, geht das denn nicht? Warum machen wir keine? Wo wir doch überzeugt sind, das ist das Beste, was wir tun können. Das ist eine gute könnten. Frage, dann gehen wir die Frage weiter. Und ich habe noch nicht genau verstanden, warum es sie denn nicht gibt, warum man das sozusagen so. Ich will jetzt nicht sagen heimtückisch, aber so mit Winkelzügen hintenrum dann erzeugen keine, muss man also das nicht. Ich sage gleich was zu, das sind keine Winkelzüge. Wenn ich 2G. Warum gibt's keine Impfpflicht? Ich beantworte das sofort, aber ich möchte das nicht stehen lassen. Das wirkt immer so unseriös, also als wenn wir hier mit Winkelzügen die Leute also drängen würden, austricksen würden, die Impfpflicht kriegen wir nicht durch und machen was. Wenn jemand also in eine sagen wir, Bar nicht reingehen kann, weil dort 2G ist, dann ist das in keiner Weise hintertückig oder was auch immer, sondern einfach, wir wollen einfach nicht, dass jemand da reingeht und die anderen gefährdet. Mhm. So einfach ist es. Und warum gibt es keine Impfpflicht? Eine Impfpflicht gibt es aus politischen und aus epidemiologischen Gründen nicht. Mhm. Epidemiologisch kann ich eine Impfpflicht nur begründen, wenn ich sonst also Herdenimmunität nicht darstellen kann. Das ist typischerweise, also wie man eine Impfpflicht begründet. Mit der Impfpflicht bekomme ich Herdenimmunität da. Zum Beispiel bei Masern macht man das so. Wenn es aber sowieso keine Möglichkeit gibt, eine Herdenimmunität zu erreichen, wie wir das hier haben, dann ist das epidemiologische Argument für die Impfpflicht zumindest nicht einfach, um es mal so auszudrücken. Jetzt wenn es aber sowieso keine Möglichkeit gibt, eine Herdenimmunität zu erreichen, wie wir das hier haben,